Da oben wird sicher wer auf uns warten. So wie es aussieht, hat es auch hier keine Überlebenden gegeben. Behauptet er zumindest. Ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, das ist richtig. Puh, wir sind gerade ganz schön on fire, was den Kampf angeht. Aber ich muss auch wirklich sagen, es ist gerade sehr, sehr intens. Was praktisch es angeht hier gerade. Was ist hier gerade Phase, ne? 30 Sediment kriegen wir einfach so extra. Okay, okay, okay. Sorry. Ein, zwei Fehler gemacht. Oh, du lebst ja noch. Hoppala. Oh, ich dachte kurz, da geht's weiter. Oh. Okay. Mich gerade auf den Boden genockt und danach direkt nochmal hoch. Das tat weh. Das tat richtig weh. Wenn wir kurz am Überlegen. Wir haben ja jetzt sehr, sehr viel Sediment gefunden. Wir haben nochmal ein Relikt gefunden, gerade die Krone. Wird die Chance des Gegners durch deinen Angriff zurückschrecken, wobei ich da nicht so wirklich sehe, für was ich das einsetzen sollte. Aber wir könnten verstärken jetzt nicht unseren Ritter. Könnte unter Umständen den Tiefenwächter verbessern. Ach, Bohrer nicht ausreichend. Sorry, nevermind. Was ich aber machen könnte, wäre mein Schild verbessern. Habe ich ja wirklich ausreichend bekommen. Als nächstes nochmal 800 und Anzahl an Angriffen und Angriffsreichweite und so weiter. Das Schild also nochmal verbessern ist definitiv ein guter Punkt, mit dem man nochmal mehr Schaden machen kann. So. Denn dadurch sind es hier 850. Da kann man auch mal so in den einen reingehen. Das machen wir hier so mit dem Fernkampf. Den kann ich auch noch mit dem Fernkampf regeln. Eine kleine Heilung. Wir dürfen halt nicht zu viel verbrauchen. Wenn da wirklich so dicke Gegner da oben noch kommen, dann muss ich da auf jeden Fall ein bisschen nochmal aufpassen. Da hat er mich gerade fast dran gekriegt, der Sack. Und jetzt geht's hier hoch wieder. Gehen wir jetzt erstmal kurz nach rechts, schauen, was da noch so ist. Vielleicht ist ja hier nochmal... Das meinte ich jetzt nicht. Vielleicht ist hier nochmal... Aber... Vielleicht ist ja hier nochmal ein kleiner Raum, wo ich mich entspannen kann. Nö, ist nicht. Pustekuchen. Ja, gleich der nächste. Alter, die hauen da schon alles rein, was sie gerade haben.
Du bist entspannt. Du bist nicht entspannt. Du bist ja absolut asozial. Na, der hat noch mal seine Geschosse zurückgeschossen. Die wollen es aber auch wirklich wissen da oben. Die wollen es wirklich wissen. Wieder von vorne praktisch, ne? Wir kriegen natürlich immer mehr Level-Ups und irgendwann schaffen wir es einfach auch dadurch, dass wir so krass tanky teilweise sind. Aber ich würde ja ganz gerne trotzdem einfach jetzt das... Hä? Habe ich jemanden vergessen? Oh Gott, da war einer nicht zur Party eingeladen. Tut mir leid. Keine Sorge, hier, du kriegst sogar die Sonderbehandlung. Oh. Falsche Taste. Er hat sogar die Sonderbehandlung bekommen, ja? Also ich will hier keine Beschwerden. Ich will hier absolut keine Beschwerden lesen. Da oben wäre halt noch was, aber wie komme ich da hin? Weiß ich nicht. Ja. Was ist denn mit dir kaputt? Ich hab dich geblockt. Können wir nochmal darüber reden? Nee, können wir wahrscheinlich nicht, weil du tot bist. Können wir wahrscheinlich nicht. Also wieder nach rechts, oder? Ich finde, beide Räume haben wahrscheinlich irgendwie so sein... Ohaha. Gerade noch mal ganz knapp. Ganz knapp überlebt. Mir geht langsam schon wieder das Blocken aus. Deswegen ich das jetzt mal so mache. Und hier... nicht sogar treffen lasse. Tschüss. Na, der stirbt dadurch halt nicht da unten, aber er ist weg. Der stirbt so. Dem muss ich halt leider einen Block geben, weil es das einfachste von der Welt ist. Da unten sehe ich halt noch ein extra Teil, aber ich komme da nicht hin. Das kann ich so machen. Das haben wir auch gerade noch gesehen. Ein Talismanstück. Das ist schön. Hahaha. Gut, puh. Fast Angst. Oh, wir sind wieder in einem... Oh, sehr schön. Wie gut das gemacht ist. Da hinten regnet, obwohl es draußen nicht regnet, aber es ist halt schon sehr, sehr cozy in dem Moment. Mit den ganzen Kerzen und allem. Ruhe in Frieden. Heilung plus. Okay, da komme ich gerade gar nicht hoch. Ich weiß nicht, ob mir dafür eine Fähigkeit fehlt.
Auf jeden Fall weiß ich, dass der Weg nach unten jetzt richtig ekelhaft wird. Der Weg nach unten wird richtig ekelhaft. Da ist der andere Kollege. Muss ich mich jetzt da echt nochmal durchkämpfen, damit ich hier wieder rauskomme. Naja. Naja. Oh. Lieber nochmal volles Leben. Sicher ist sicher. Mein Ding kann ich auch durchdashen, aber bei dem ist es halt auch einfacher. Bin wirklich dann immer... Aha. Ja, zum Glück habe ich noch meine Wurfmesser im Repertoire. Das war gerade close. Hätte ich da gerade ganz knapp nicht die Wurfmesser noch genommen, dann, naja, hätte er mich wahrscheinlich noch einmal gehittet. Du bist halt ein entspannter Dude. Du nicht. Aber da machen wir halt direkt den da. Hallo. Ja, da ist sehr viel Fighten gerade, ne? Da ist sehr viel Fighten gerade. Bei dem sind wir vorhin gestorben. Haben wir hier direkt zwei Tentauren. Tentauren, nicht zu klucken. Sind die anderen mit den Augen? Langer Weg hier nach oben. Eine Heilblume nur. Bei dem habe ich schon gesehen, dass er mich anchargen will. Der hat das schon davor gezeigt. Was okay ist. Warum kann ich da nicht durch? Weil ich da durch müsste. Ah, ich habe die Fähigkeit doch immer noch nicht. Da auch nicht. Leute! Ich brauche das langsam. Ich brauche das langsam. Da auch. Oder da ist... Da auch, ja, da oben ist auch sowas. Ein kleiner Speicherraum. Boah. Notiz des Königs 1. Endlich ist die Läuterung dieses abscheulichen, unreinen Königs abgeschlossen. Wir waren nie glücklicher als heute. Viele lange Jahre mussten wir aufgrund der unreinen Leid ertragen. Doch wir besiegten Unreinheit mit Unreinheit. Seht nur her, ihr, die ihr mit die Beseitigung der Unreinen, die ihr selbst geschaffen habt, aufgezwungen hattet. Ich bin nun endlich im Besitz von wahrer Macht. Der Thronsaal befindet sich wohl am Ende des Ganges. Okay. Danke für den Hinweis. Der König des Endlands. Krasser König, ja? Nee, das ist nicht der König. Der König ist tot am Boden. Du bist nicht der König, oder? Das ist der Julius. Aha.
Und seine Angriffe sind schon wieder relativ langsam. Okay, den werden wir erstmal eine Weile lernen müssen. Ah, nein! Dann haben wir nur die Angriffe daneben. Das mag er nämlich nicht, wenn ich ihn so... Ah, der ist auf dem Drittel. Hä? Ah, okay. Okay, gut. Das war jetzt erstmal so ein bisschen kennenlernen. Ja, der Julius, das ist ja praktisch der Rittermeister. Das ist aber jetzt der Sohn des Königs. Na? Wir überspringen das. Der blockt halt viel. Der blockt halt super viel. Da werde ich so gar nicht wirklich zurechtkommen. Das mag er nämlich gar nicht. Das habe ich schon gelernt. Aber ich glaube, dass ich hier tatsächlich nochmal ein weiteres Blocken einfach brauche. Ich glaube, ich brauche da nochmal ein weiteres Blocken. Moment, wir werden mal umswitchen. Ja, das ist egal. Also, wir switchen mal ein paar Sachen. Zunächst einmal brauche ich hier definitiv... Stopp, stopp, stopp. Den kann ich ja drin lassen, der kostet mir nichts. Ich brauche keine Erfahrungspunkte. Aber ich brauche die Anzahl der Fähigkeiten häufiger. Und ich brauche definitiv... weniger Schaden erleiden. Und mehr Leben haben. So, in der Ausrüstung gehe ich weg von der Hexe. Doppelschwert. Dann kann ich hier drüben mir nochmal einen Block reinnehmen. Aber den setze ich auch auf die rechte Taste. Das ist besser für mich zum Ding hier. Und dann vielleicht hier nochmal Gift. Ich werde gleich direkt testen, ob das einen Unterschied macht. Also ich meine, blocken kann ich dadurch, nur weiß ich halt nicht, wie ich damit umgehen soll. So. Ah, das ist natürlich, da ist er wieder langsam. Also Gift ist tatsächlich Schaden, den kann man nutzen. Aber ich glaube, am effektivsten ist es immer noch, durch ihn durch zu bashen. Okay. Okay.
Es ist ja soweit erstmal gar nicht schlecht, was wir hier machen. Es erfordert halt nur eine Menge Konzentration. Oh, Phase 3. Oh, das mag er erstmal nicht. Ja, nö, ist klar. Wenn du so drauf bist, dann mag ich gar nicht mehr mit dir reden. Okay, okay. Cool. Ja, cool. Definitiv. Oh nein. Ich habe ja den Sound getötet. Kann man doch nicht machen, oder? Hört ihr noch was? Ja, ihr hört was. Ich höre nichts mehr. Okay, der Sound war jetzt wieder da. Ich war gerade so, hä? Das ist zu laut. Das ist zu laut. Das ist halt am Ende auch nur irgendwie ein Ritter, ne? Konnte ich ganz knapp nicht mehr blocken. So. Der ist halt relativ entspannt dann auch. Guter Schaden. Aha. Aha. Das waren zwei Fehler gerade. Drei. Okay, Kollege. Nein, ich hätte noch ein bisschen weiter hinter müssen. Okay, so kriegen wir den. So kriegen wir den. Du darfst halt da nicht mehr da sein, wo du warst. Du darfst da absolut nicht mehr sein. Und wir müssen noch ein bisschen blocken können in der letzten Phase. Ja, das ist doof. Ich finde es schön, dass man den so schön baiten kann. Das war eigentlich eine gute Phase jetzt. Ah. Ach,
Das ist halt mega schlecht für mich. Dritte Phase, oder? Gut, wir haben vor allem... Nee, ich kann mich in der Vorhallen hören. Na, sorry! Sorry! Kann ich mich kurz? Dankeschön! Hahaha, das war close. Klapp. Was hätte er mich da gehabt? Aber da hat er mich gehabt. Und ich hatte noch einen Heal. Shit. Knapp. So knapp. Ich war so close davor. Deswegen dachte ich mir, ich zieh's durch. Aber nein. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Hälfte deines Ausdauerbalkens haben wir jetzt erstmal. So, der Wechsel. Gut. Hey, der Wechsel. Das ging ja komplett ins Leere. Ach du Kacke. Nein, 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 nein. Ah, ich bin nicht mehr, ich hab's zu spät gecheckt. Ich hatte ja wieder einen Heal übrig. Den hätte ich gerade locker besiegen müssen. Oh, ist das scheiße. Ich bin kacke. Mann, also wirklich, du denkst dir so, ja, ich muss es jetzt schaffen. Und dann schaffst du es halt einfach nicht, weil du... Wird halt auch wieder krasse Leute geben, die den hier einfach No-Hit machen. Ich gehöre da by the way nicht dazu. Aber die erste Phase ohne Schaden zu erleiden zu machen ist schon wrong eigentlich.
Ist schon strong. Das war der erste Hit. Nee. Gut, komplett weg. Ja, auch hier nochmal komplett weg. Nee. Oh. Ich kann's nicht fassen, oder? Ich kann's einfach nicht fassen. Ich krieg den, die erste und zweite Phase mit nur einem einzigen Hit durch. Und dann denke ich mir komplett random in der letzten Phase, darf er mich zerlegen. Weil ich halt diesen Laserstrahl einfach zweimal komplett ignoriere. Was ist das dann? Ist das so Suki, oder? Das nennt man dann auch übrigens Lernkurve. Falls ihr euch immer mal gefragt habt, na dann lieber hier mal den einen oder anderen Hit noch extra mitnehmen, einfach, dass es besser aussieht. Okay. Holla. Mit dem hatte ich gerade nicht gerechnet, dass der so schnell reinkommt. Kennt ihr das, wenn ihr dann plötzlich kein Gefühl mehr für den Gegner habt? Weiß nicht, ob ich euch das erklären kann, aber ich hatte gerade plötzlich einfach nicht mehr das nötige Gefühl für ihn. So. Endlich, Julius. Musste das dann alles sein? Tut mir leid, dass ich zu eurer Bürde beitrage. Hey, du hast das versucht. Er hat's versucht, okay? Das Endland sah seinem Ende entgegen. Das Volk, das ich beschützen sollte, war am Ende. Ebenso meine Kameraden im Kampf. Ich hielt mich irgendwie bei Bewusstsein und erreichte den Thronsaal. Mit meinem Schwert ging ich auf den König los, den ich eigentlich beschützen sollte.
Ich spürte, wie er zitterte und hörte seine ächzenden Worte. Er verkündete, die Ritter und die Quellpriesterin seien nichts weiter als wertlose Schachfiguren. Ich sah das Ergebnis seiner Besessenheit mit der Unsterblichkeit. Seine egoistischen und hasserfüllten Worte waren ohne Zweifel die Schreie seines Herzens. Ich konnte das verstehen. Schließlich floss durch unsere Adern das gleiche Blut. Auch ich wollte schließlich nicht das Reich beschützen, sondern handelte nur in eigenem Interesse. Er sollte verstehen, dass es ein großer Fehler gewesen war, mich zu verstoßen. Seine angsterfüllten Augen schauten mich, ein Angreifer, an. Ich hatte so lange auf diesen Moment gewartet, in dem sich unsere Blicke treffen würden. Rittmeister Julius, ein Nahkämpfer mit einem weitreichenden Lanzenstich, sticht dreimal in seine Richtung zu, in der Luft bleibt er stehen, um dreimal in eine Richtung zuzustechen. Julius war ein verstoßenes Königskind, das sich in seinem harten Leben zum Rittmeister hocharbeitete, um von seinem Vater anerkannt zu werden. Sein Gräuel glich einer scharfen Lanze. Außerdem die Sprintfähigkeit. Nach dem Ausweichen hängst du dich an einen heranstimmenden Rittmeister Julius, um schneller voranzukommen. Das heißt, wir können jetzt ausweichen und ihn dann nutzen. Und dadurch haben wir die Dämonenlanze. Okay, der Rittmeister Julius greift aus dem Sprint mit seiner Lanze an. Wände mit Sarkomen können dabei zerstört werden. Bei längerem Anlauf und höherer Stufe der Dämonenlanze kann er auch purpurne Sarkomenwände durchbrechen. Auf höheren Stufen werden Angriffe und Reichweite ebenfalls erhöht. Das dachte ich mir nämlich, dass er unser Mann ist. Nachdem ich die Fähigkeiten gesehen habe. Ein Ritter, der aus der Festung vertrieben wurde. Der Hass hat ihn derart zerfressen, dass er seinen eigenen Vater tötete. Also. Okay. Aber der König wurde nicht besessen.